Goody, willkommen zurück zu Let's Play Legend of Grimrock. Ich habe mich schon mal in den Checkered Room einquartiert, habe schon mal geguckt, wie es aussieht, habe die ganzen Fahnen abgerissen, habe auch schon das hier rausgeholt, was nichts anderes ist als irgendeine Schriftrolle, die mir sagt, dass ich im Checkered Room bin, dass ich mich durch den Raum nicht verarschen lassen soll. Lange habe ich hin und her überlegt, habe Dinge raufgelegt, auf jede einzelne Platte, habe alles abgelaufen, habe versucht, da verschiedene Dinge auch abzulaufen, habe sogar diese Schriftrolle benutzt, die wir hier gefunden hatten. Wo war die? Da, two times left, she slithers und so weiter und so fort. Das hat damit gar nichts zu tun. Garantiert nicht. Jetzt ist mir eine neue Idee gekommen, die sich wahrscheinlich auch bewahrheitet. Wir machen Folgendes. Wir legen hier was ab. Nee, machen wir nicht. Wir gehen erstmal rauf. So, dann legen wir da etwas ab. Das ist der gecheckte Raum. Der gescheckte. Ja, wir versuchen das mal deutsch zu sagen. Der gescheckte Raum. Was ist scheckig? Etwas, das, wie erklärt man das? Ein Schachbrettmuster. Überall da, wo was drauf liegt, ist immer so eine Schräge dann. Ne? So wie beim Schachbrett. Weiß, schwarz, weiß oder schwarz, weiß, schwarz. So, dann ist das hier auch schwarz, schwarz, schwarz. Und genau so ist es. Also das ist unser Schachbrettmuster. Wenn ich jetzt das wieder einsammle, ist aber die Tür wieder zu. Das gefällt mir nicht. Eventuell brauche ich noch eines der Gegenstände. Okay, was lasse ich hier? Auf jeden Fall die Fackel statt der Schriftrolle. Dann möchte ich das Essen auch gerne behalten. Assassin's Dagger, der bleibt jetzt hier. Crossbow Quarrel. Noch mehr Essen. Ich habe noch genug Pfeile. Oder ich lasse mal ein Kraut hier. Die benutzen wir irgendwie eh nie. So. Tür zu. Checkered Room. Überstanden. Gibt auch gleich ein neues Achievement. Weiß nicht, ob ich hier speichern sollte. Ich mach das mal unter LP02. Können wir jederzeit zurück, falls wir keinen Rückweg finden und jetzt sterben. Armory. So, unser Zauberer ist ja jetzt stärker, dadurch, dass er endlich den Stab verwendet. Na komm. Wow. Rasse hat ein Level-Up. Sehr gut. Das können wir in Eismagie stecken oder noch mehr in Feuermagie. Und ich mag Feuermagie. Die macht sich gut. Spellcraft ist aber genauso wichtig wie Staff Defense. Erstmal mehr Protection. Und Spellcraft machen wir jetzt auf 12. So. Demnächst kommt dann wieder Eis und Feuer. Speichern unter LP02. Das hat nichts mit Armory zu tun. Ah, hier dürfen wir uns ausrüsten. Was ist das denn? Langschwert. Longschwert. Das bleibt mal hier. Oh, ein neuer Helm. Heavy Armor. Protection 12. Protection 8. Brauche ich noch nicht. Was ist das? Ein Oberteil. Jetzt bist du zwar überladen, aber was ist, wenn ich das hier lasse, bist du immer noch überladen. Okay. Das hier hat Protection 3, Protection 4. Deins ist besser. Irgendwann werdet ihr aber leichte Arme tragen können. Leichte Arme. Hat jemand Hunger? Nicht wirklich. Nicht viel. Isst man Brot. Gibst du das Brot ihr und isst selber ein Pilz.
So, aber das hat nicht wirklich geholfen. Was ist das? Eine Blitzbombe. Jetzt bist du überladen. Natürlich. Leck mir doch die Füße. Na, wo willst du hin? Falscher Knopf. Geschafft. Seit wann ist das so, dass immer noch sowas übrig bleibt? Das war doch vorher nicht, oder? Raxmart hat ein Level. Dann bekommst auch du noch Staff Defense dazu, sowie Spellcraft. Combat Caster 25% faster Spelling Cast. Das ist doch schön. Oh, das fällt unter Äxte. 24 Power. Er kann gar nicht mehr laufen. 20, 24. Das hört sich gut an. Sehr nice. So, das bleibt hier. Kann eh niemand gebrauchen. Aber jetzt ist die Frage, was nehme ich dir weg? Du bist völlig überladen. Es war ganz gut, dass wir einiges liegen lassen durften. Und wir brauchen das. Wofür allerdings der Ornate Key ist, weiß ich gar nicht. Den haben wir irgendwann mal gefunden. Bisher hat er noch nicht wirklich eine großartige Bedeutung. Mach das jetzt mal anders. Vielleicht kannst du das länger casten, wenn du das mit dem Zauberstab machst. Oh. Kein Wunder, dass du völlig überladen bist. Wie sieht's aus? Du hast Hunger. Hier, bitteschön. Oh, ich muss wirklich einiges hier lassen. Hat irgendjemand etwas, was wir nicht mehr brauchen? Scroll of Invisibility. Scroll of Fire Shield. War die das? Nee, das ist Enchant Fire Arrow. So. Gott, Pippi, du hast viel zu viel Zeug. Frost Arrow, 7 Stück. Den Bogen brauchen wir auch noch. Crossbow Quarrel kommt mal weg. Ist auch noch Essen dabei. Oh, mit einem Brot bist du schon überladen. Und du mit einer Keule. Ja, ich mag jetzt auch nicht so lange warten, bis ich das ganze Essen verbraucht habe. Das ist ja auch Blödsinn. Was mache ich jetzt? Dass du so schwach bist, Baal. Wir haben dir doch nicht umsonst so viel Athletik gegeben. Endurance, decrease food consumption rate by 25%. Gott, nee, ich brauche eigentlich das hier noch auf Stufe 22. Der Cleave, a mighty blow that deals huge amount of damage. Vielleicht war es verkehrt, so viel auf Unarmed Combat zu gehen. Ich habe allgemein das Gefühl, dass wir viel zu wenig gelevelt haben. Ich weiß nicht, wodurch das kommt. Scroll getting very close to the formula. Almost works. I think I'm missing one of my ingredient. Broadhead arrow back. Gut, jetzt kannst du das Brot wenigstens tragen. Aber das reicht immer noch nicht. Ah. Jetzt bist du überladen. Wir können nicht mal mehr Schneckenfleisch tragen, das ist doch furchtbar. So, alle satt. Ah, und endlich können wir wieder laufen. Speichern. LP02. Das haben wir uns wirklich verdient.
nach all dieser schwierigen Zeit, die wir hier schon durchgemacht haben. Und wir sind ja eigentlich Gefangene. Wir haben gar keine Zeit durchzumachen, wir haben eigentlich nur zu sterben, laut des Königs Anweisung. Obwohl wir ja freigesprochen wurden. Ich weiß nicht, warum. Soll das ein Test sein? Wenn die wieder rauskommen, dann dürfen sie frei rumlaufen. Ich glaube, er rechnet gar nicht, dass wir da rauskommen. Oder möchte er einfach bloß gucken, ob seine Erfindung funktioniert und man es trotzdem irgendwie schaffen kann? Hier sind wir hergekommen. So, die Tür ist jetzt dauerhaft auf. Jetzt können wir nur noch geradeaus gehen. Halt! Das ist mir eben schon aufgefallen. Guck mal, wir sind hier, ich sehe den Knopf. Geh ran und plötzlich ist der Knopf weg. Haha! Ja, daran muss man sich erstmal gewöhnen. Verdammt! Sind wir jetzt auf dem richtigen Weg? Ja. Tempelgrund. Okay. Du wurdest gewarnt. Reisende werden umgenietet. Werden gejagt. Oh, 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 oh. Ich glaube, das wird noch ganz böse enden. Ich frag mich, wer denn die Jagd auf uns eröffnet? Oh mein Gott. Mein Gott. Oh mein Gott. Mach die Tür zu. Oh mein Gott. Der war schwer. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es extrem lange gedauert hat, die Erfahrungspunkte zu sammeln. Ach Gott, jetzt stehe ich wieder hier. Ja, daran muss ich mich erstmal gewöhnen. Rasten. Ich brauche unbedingt einen zweiten Zauberstab für Rassia. Speichern. Na, wo ist er hin? Hier schon mal nicht. Das heißt, er muss irgendwo hier rumlaufen. Da. Du bist ein Eisdino? Also zumindest hat er das Eis eben überlebt. Ja, nee, das ist nicht gut. Was? Ein Schlüssel oder ein T-Bone Steak? Halt! Nein, ich wollte doch zumachen. Schön, dass wir so oft ausweichen. Okay. Das macht ihm gar nichts.
Geschafft. Ein T-Bone Steak. Ice Lizard Steak. Okay, dass Eis da nichts gebracht hat, ist klar. So, ich brauche einen Kristall. So viel steht fest. Wenn ich da jetzt hochgehe, bin ich eigentlich in der Nähe eines Kristalls. Also, tschüss. Ich bin hier sowas von raus. Verdammt. 675 Erfahrungspunkte pro Dino. Okay, ganz ruhig. Hier bin ich total verkehrt. Ice Lizard Steak. Oh, ist schön. Heißt das, ich muss mich jetzt auch gegen Eis schützen? Wahrscheinlich. Wo sind wir jetzt? Wir sind da. Da ist der Kristall. Sagt mal, klappt der Schlüssel an den Türchen hier vorne? Nee, klappt nicht. Da braucht man einen anderen. Aber wofür ist denn der Schlüssel, verdammt? Das verstehe ich nicht. Es gibt so viele Dinge, die ich nicht verstehe. Da wird geschossen. Wir sind hier überall gewesen. Sieht aus, als wenn wir hier noch nicht waren, aber das kann jetzt nicht so viel sein. Hm. Gut, du bist wieder überladen. Dann leg doch mal was ab. Die Frost Arrows, die brauchen wir im Moment nicht. Reicht aber nicht. 2,2 Kilo. Aber keiner hat Hunger. Dann lass das Lizard Steak hier. Wir werden nochmal wiederkommen. Ach so, wo gehen wir jetzt hin? Wieder zurück an Ort und Stelle. Ist auch komisch hier, oder? Es kommt mir alles ziemlich komisch vor. No. Und da zwei. Und ich weiß, hier ist ein Feuerelementar. Ich weiß bloß nicht, wie ich da rankomme. Da irgendwo. Das heißt, hier nach links, das würde aber auch nichts bringen, oder? Wir können es ja nochmal versuchen. Nee, das war das Feuerelementar, das wir immer gehört haben. Da, hahaha, das wir vorhin vernichtet haben. So, da war ich schon. Nach uns wird also auf die Jagd gegangen. Na, ich bin ja gespannt, wie viel die Dinos schaffen. Bin ich hier richtig? Nö. Ach, Dreck. Okay. Hier speichern wir wieder. Ich danke euch fürs Ansehen und wir sehen uns im nächsten Part. Bis gleich.